Dass Genuss nicht teuer sein muss, habe ich ja eh schon an mehreren Beispielen gezeigt. Und heute widmen wir uns eben dem Thema Rum nochmal. Und vor allen Dingen eben, ich gebe dir in diesem Video die vier besten Rumsorten unter 40 Euro eben mit, damit du auch wirklich das Maximum für dein Geld kriegst. Wir fangen auch direkt an mit einem ziemlich außergewöhnlichen Rum, nämlich ein Rum aus Australien. Und das ist eine Einzelfassabfüllung von dem Abfüller Artisanal. Das ist ein deutscher Abfüller. Ziemlich beeindruckend, was die in letzter Zeit alles so rausgestemmt haben. Also man munkelt da immer ein bisschen. Also man ist auch ein bisschen neidisch so als eigener Abfüller, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auf deren Bestände. Und weil sie anscheinend zur richtigen Zeit eben einfach in Rumfässer investiert haben und somit richtig guten Stoff abgreifen konnten. Gerade hier haben wir eine sehr, sehr besondere Abfüllung. Deswegen lohnt es sich sehr, sie hervorzuheben. Auf dem Etikett ist zwar Secret Distillery angegeben, ich habe euch allerdings unten in dem Video einen Link zu einem Blog nochmal reingepostet, der nennt sich Barrel Age Swords. Ein absolut nerdiger Rumblog mit sehr, sehr detaillierter Recherche, sehr zu empfehlen. Und die haben sich eben ausgiebig über diesen Rum, ich sag mal, hergemacht, haben auch die Destillerie und alles dem Produzenten mit angegeben. Möchte ich jetzt nicht alles wiederholen, um das Rahmen von dem Video nicht zu sprengen. Falls es dich genau interessiert, zieh dir diesen Artikel rein. Richtig gut gemacht, sehr, sehr detailliert beschrieben. Was uns hier jetzt gerade interessiert, wir haben einen 12 Jahre gelagerten Rum, 9 Jahre davon in Australien und 3 Jahre nochmal in Deutschland. Ist daher sehr erwähnenswert, weil einfach aufgrund der hohen Temperaturen sind diese 9 Jahre, haben eben einen immensen Einfluss auf die Fasslagerung und somit, wenn du es so sagen willst, ist er schon viel älter, weil die Interaktion mit dem Holz und der Flüssigkeit aufgrund der Temperatur eben viel intensiver ist. Wir haben eine Fassstärke von 50,4%. Fassstärke ist nicht richtig, weil es wurde ein bisschen mit Wasser eben runter verdünnt, um den Rum auf die perfekte Trinkstärke laut Artisanal zu machen. Ist ihnen auch sehr, sehr gut geglückt. Sehr geiles Zeug, mega voll und komplex im Geschmack, allerdings nicht zu kräftig. Aber eben von der geschmacklichen Vielfalt sehr, sehr interessant. Geht fast schon in eine fruchtige, exotische Anklänge. Sehr, sehr faszinierend. Also gerade, wenn du schon ein bisschen spirituosenaffiner bist, kann ich dir diese Abfüllung gerade für diesen schmalen Taler sehr, sehr ans Herz legen. Musst du dir unbedingt kaufen. Wenn du gerade allerdings erst mit dem Rum anfängst, warte noch ein bisschen oder kauf dir eine Flasche und lass sie zu für ein bisschen später. Weil damit machst du auf jeden Fall nichts falsch. Unser nächster an der Reihe ist der XM Spezial, sag ich jetzt einfach mal. Ja, das ist eine Abfüllung aus Englisch-Guyana und dort gibt es ja eben nur noch die DDL-Distillerie, also, naja, Distillerie ist auch ein bisschen falscher Begriff, also Demerara Distillers Limited, ist die letzte Firma, die eben Rum produziert auf Englisch-Guyana und die eben die ganzen alten Apparaturen von den geschlossenen Distillerien aufgekauft haben und dadurch ein extrem komplexes und vielfältiges Geschmacks Vielfalt ja, auf den Markt bringen können. Und eine Abfüllung von denen ist eben der Englisch-Guyana, der XM, ist für alle diejenigen, die so gerne Eldorado und sowas mögen. Ist eine deutlich authentischere und bessere Abfüllung als Eldorado selber und vor allen Dingen geschmacklich filigraner, gleichzeitig aber komplexer. Sehr schönes Ding, nicht erschlagen, trotzdem eine angenehm leichte Süße. Also du merkst schon, da wurde ein bisschen nachgeholfen, bei milden 40%. Und das Ganze für 35 Euro machst du wirklich gar nichts mit falsch und ist eben gerade für den Einstieg sehr gut geeignet, wenn es geschmacklich ein bisschen vielfältiger sein soll. Echt sehr, sehr guter Stoff. Lass dich von der Aufmachung nicht verunsichern. Ich weiß, sieht wirklich schlecht aus, das Etikett, ja, aber der Stoff ist sehr gut und es ist eben, als ich selber noch im Rumhandel gearbeitet habe, eine Abfüllung, die ich sehr gerne, ich sag mal, als zweiten Schritt den Einsteigern gerne mitgegeben habe, um einfach sie an eine geschmackliche Vielfalt eben zu gewöhnen. Ich wollte jetzt hier ein Clairet mit reinbringen. Vorweg, das ist etwas sehr, sehr Spezielles und das ist jetzt nichts, wenn du jetzt Rum vielleicht ein bisschen kennenlernen willst, ist die Abfüllung nicht für dich geeignet, sondern das ist eher dann schon für Fortgeschrittene, wo es darum geht, die Vielfalt von Rum wirklich kennenzulernen. Extrem spezielles Zeug, wir sind abgefüllt bei 48,8% aus einem Rum aus Haiti, der eben auch komplett wild fermentiert wurde und dadurch entstehen ganz viele funky Noten, also von der Herstellung her und von diesem ganzen Manufakturgedanken, also wie handwerklich dort wirklich alles gemacht wird. Also das Zuckerrohr wird mit der Machete noch geschlagen, das Zuckerrohr wird dann mit Viehkarren zur Mühle gebracht und so weiter. Das ist ganz, ganz
viel Handarbeit, alles sehr, sehr oldschool, sehr traditionell und eben noch dieses alte traditionelle Rumherstellungsverfahren. Es ist jetzt kein Agricole oder sonstiges, obwohl es aus frisch gepresstem Zuckerrohrsaft hergestellt wird, weil normalerweise wird der Rum, den wir hier in Deutschland ja trinken, eben immer aus der Melasse hergestellt und die weltweite Produktion basiert ja zu 93% eben auf Melasse. Das ist ein Rum aus frisch gepresstem Zuckerrohrsaft, der dann aber für ca. 120 Stunden, was extrem viel ist, wild fermentiert wurde. Das heißt, mit den Hefen, die natürlich auf dem Zuckerrohr eben drauf sind, die in der Luft umherschwellen und so weiter und so fort. Und das, ja, ist sehr, sehr außergewöhnlich und gerade für 35 Euro kannst du dir das wirklich mal geben, einfach um das erlebt zu haben. Kauf dir davon auch gerne eine Flasche und teile sie so im Freundeskreis, weil eine Flasche davon alleine zu trinken, wird schon auf jeden Fall ein bisschen heikel. Ist aber extrem besonders und verdient einfach viel mehr Aufmerksamkeit, diese Art der Herstellung, weil es so außergewöhnlich und so besonders ist. Und zu guter Letzt, ein bisschen Eigenwerbung muss natürlich auch sein, weil mit dem eigenen Produkt, was wir herstellen, also der Wagemut PX Cask, haben wir uns natürlich auch was gedacht. Wir haben einen Rum für 40 Euro. Basisrum ist eben aus Barbados und den lagern wir dann eben nochmal. Also der ist im Durchschnitt für 10 Jahre auf Barbados gelagert. Jüngster Anteil ist 8 Jahre, ältester Anteil sind eben 12 Jahre. Im Durchschnitt haben wir 10 Jahre und der wird dann eben anschließend in Deutschland nochmal in frisch entleerten PX Sherry Fässern gelagert. Und dieser PX Sherry ist dieser ganz, fast schon so sirupartig, ja, Sherry ganz, ganz süß und die Restfeuchte, die jetzt eben noch in dem Fass gespeichert ist, die holt jetzt der Rum raus und dadurch kriegt er eben diese fruchtige, leichte Süße. Das heißt, das Produkt ist nicht gezuckert oder da wurde auch nicht mit Farbstoff nachgeholfen und sonstiges und trotzdem haben wir diese sehr authentische, fruchtige Süße aufgrund dieser sehr speziellen Fasslagerung und dieses Produkt ist unsere Antwort an diese ganzen Rumskandale, die ja eben leider stattfinden, wo irgendwelche Aromen und Zucker in Rum reingegeben wird und so getan wird, als ob das alles aus der Fassreifung kommt, was natürlich kompletter Blödsinn ist, also sehr unauthentisch. Und wie gesagt, das Produkt war eben unsere Antwort, um eben denjenigen, die einfach diesen milden und weichen und leicht süßlichen Geschmack gerne mögen, aber trotzdem einfach ein authentisches Produkt eben haben möchten, dafür haben wir dieses Produkt erschaffen, um denen das eben möglich zu machen. Handwerklich, ehrlich gemacht, kann ich ja behaupten, weil wir machen es ja eben selber. Und kann ich mit gutem Gewissen also mit in meine Auswahl machen für rum bis 40 Euro, weil, ja, macht auf jeden Fall Spaß, gerade für den Einstieg sehr gut geeignet, aber eben auch, und das ist das Schöne an der ganzen Sache, dadurch, dass er geschmacklich trotzdem sehr vielfältig ist, weil wir trotzdem 10 Jahre gelagerten Rum haben, karibisch gelagerten Rum haben, ist er geschmacklich trotzdem auch anspruchsvoll, obwohl er so mild ist und dadurch auch eben für Fortgeschrittene geeignet, bin ich auf jeden Fall sehr stolz drauf auf das gute Stück. Eine Bitte an dich ist auf jeden Fall auch, poste mir deine Favoriten bis 40 Euro eben gern unten in die Kommentare. Ansonsten gesell dich auch unbedingt mit in unsere Facebook-Gruppe, die Wagemut Taste Academy, weil dort findest du dann einfach eine Gruppe von Gleichgesinnten, ja, und wir tauschen uns immer sehr, sehr schön aus, was solche Sachen eben angeht. Also gesell dich unbedingt gerne mit dazu und teile uns deine Empfehlungen, damit wir alle davon profitieren können. Ich danke dir, dass du heute auf jeden Fall wieder mit dabei warst. Mein Name ist Nikolas Kröger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich danke dir.